Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, wir sind ein paar Minuten zu spät, ich gebe es zu. ja, ich bin heute live mit der lieben Dagmar Neubronner. Ich hatte angekündigt, dass wir ein kleines Unterstützungsprogramm für euch anbieten, gerade weil viel Unsicherheit auch bezüglich Lernen, Schule und wie gestalte ich meinen Alltag auch da ist für viele Familien. Es ist eine komplett neue Situation. Und ja, da habe ich dich eingeladen, liebe Dagmar. Ich freue mich wahnsinnig, dass du so spontan auch Zeit gefunden hast. Ja, wir wollen uns ja so hauptsächlich so um das Thema auch frei lernen, Homeschooling, was ist Lernen überhaupt, so ein bisschen unterhalten, um einfach den Leuten so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, weil ich glaube, da kann echt was Tolles entstehen. Also es kann jetzt wirklich so bisschen was Neues eröffnen, ne? Und einfach auch mal für viele, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, jetzt mal zu dem Thema kommen. Aber für die, die dich jetzt noch nicht kennen, lasse ich dich mal zu Wort kommen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was sind so deine Hintergründe, warum ich dich auch so eingeladen habe. Ja, genau. Meine Hintergründe sind, dass ich zum einen meine eigenen Kinder eben meine eigenen Kindern die Schullaufbahn erspart habe. Sie wollten das nicht. Sie wollten nicht zur Schule und ich habe ihnen das ermöglicht. Also habe 12 Jahre lang mich an der deutschen Schulpflicht vorbeigeschummelt mit meinen Kindern. Und sie sind jetzt heute groß, 20 und 23, studieren beide. Und ich habe ganz viele Ängste auch gehabt, natürlich, während ich das gemacht habe. Nicht nur vor den Behörden, das war im Grunde das Harmlosere. So ein äußerer Feind ist ja irgendwie dann immer noch leichter zu bewältigen. Aber ich habe ganz viel Angst auch gehabt, ob es eventuell falsch sein könnte, ob ich meine Kinder zu Sonderlingen erziehe, ob die überhaupt jemals irgendwas Systemrelevantes lernen würden, wenn sie doch so. Und im Nachhinein kann ich sagen, es hat super geklappt und es hat vor allem deswegen super geklappt, weil ich irgendwann tatsächlich beschlossen habe, darauf zu vertrauen, dass meine Söhne hierher gekommen sind auf diesem Planeten, um sich hier in irgendeiner Form einzubringen, dass sie ihr Programm im Grunde in sich tragen und dass ich gar nicht mich so abschuften muss. Im Anfang, und das ist, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt für viele Leute, die auf einmal ihre Belagen den ganzen Tag zu Hause haben und die natürlich unter Umständen auch nervös sind, die Kinder, weil es für sie auch ungewohnt ist, weil sie die Nervosität der Erwachsenen spüren. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es doch gar nicht so einfach ist, zu denken, oh mein Gott, ne? Ich darf nicht arbeiten, meine Kinder können nicht in die Schule und jetzt müssen wir uns ertragen gegenseitig. Mein erster ganz wichtiger, also im Grunde der wichtigste Tipp, entspannt euch und versucht die Zeit wirklich zu genießen als Ferien. Denn ich habe in der Zeit, wie gesagt, in den 12 Jahren, wo meine Kinder nicht zur Schule gegangen sind, hab ich einfach ganz gründlich gelernt und habe das dann auch entwicklungspsychologisch im Nachhinein verstanden. Kinder lernen eigentlich am meisten und bereiten sich am effektivsten auf das Erwachsensein, Verantwortung tragen und so weiter vor, indem sie einfach nur spielen. Und das, was die Schule macht die ganze Zeit, dass sie praktisch lauter so kleine Konservendöschen mit Wissen anbietet, die man sich rein hinstellen soll irgendwo in sein Gehirn, für den Fall, dass man sie in 15 oder 20 Jahren mal braucht. Das ist aus unserer Gehirnsicht, auch wenn man jetzt Spezialisten wie Gerald Hüther oder Manfred Spitzer dazu hört, das ist so bescheuert, das entspricht überhaupt nicht der Funktion unseres Gehirns. Und Kinder lernen Problemlösung nicht, indem sie irgendwas üben, sondern sie lernen Problemlösung, indem sie spielen. Tatsächlich, das ist gehirnwissenschaftlich erwiesen. Und deswegen meine ganz, ganz große Einladung und Bitte, macht euch keinen Stress, sondern genießt jetzt die Zeit. Macht was Schönes, vorzugsweise draußen, solange wir noch raus dürfen. Ja? Und auch wenn die Kinder jetzt ein bisschen tillen, versucht auch zu verstehen, dass die Kinder natürlich jetzt auch mit gestauten Energien zu tun haben in den kleinen Wohnungen und dass es für sie eine ungewohnte Situation ist, für viele vielleicht, und sie auch unsere Nervosität spüren und man ihnen ja auch alles Mögliche erzählt hat, wie gefährlich und wie schrecklich und so weiter. Und versucht das einfach spielerisch auszuagieren. Ja, ihr könnt das alle Dinge, die eigentlich ein bisschen zu ernst sind und ein bisschen zu schwierig für Kinder,
die können Sie im Spiel verarbeiten und ermöglicht Ihnen das. Und ihr könnt eure Kasperlepuppen rausholen oder euch eine Decke überstülpen und spielt einfach mit euren Kindern. Denn das entspannt euch, es entspannt die Kinder und es ist jetzt nicht wichtig, dass sie jeden Tag irgendwelche Arbeitshefte durchkauen oder so. Es ist eine besondere Situation und ihr würdet jetzt auch nicht gerade für ein Examen lernen wollen und können, sondern man muss jetzt durchkommen. Und Kinder brauchen, um durchzukommen, das Gefühl, die Erwachsenen kümmern sich um die wichtigen Sachen und wir sind geborgen. Vermittelt euren Kindern das und macht ihnen nicht noch zusätzlich Angst. Und genau, jetzt darfst du was sagen und dann würde ich gerne noch was zum Thema Corona sagen in meiner Eigenschaft als Diplombiologin. So. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, das ist das genau das, was du auch sagst, was ich von vielen erlebt, die jetzt auch von Schule auf Freilernen umgestiegen sind, auch außerhalb von der Krise jetzt, ne, die dann wirklich am Anfang dann angefangen haben, irgendwelche Hefte durchzuarbeiten und sich da voll den Stress gemacht haben. Habe ich auch gemacht. Mein Gott, das funktioniert jetzt auch irgendwie überhaupt nicht und wie machen wir das? Und dann kommt ja noch dazu, dass man oft als Elternteil, vielleicht hast du es auch so erlebt, als Elternteil vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Lehrpartner ist, ne? Dass Kinder von den Eltern an sich manchmal gar nicht so viel annehmen wollen und können. Also ich habe das vor allem so erlebt, meine Kinder waren eigentlich schon so interessiert im Alltag, aber so wie ich innerlich dachte, das ist jetzt eine Situation, da kann ich jetzt ein bisschen Schulstoff unauffällig unterbringen. Das haben die sofort gerochen. Also so wie ich anfangen wollte, sie zu belehren, dagegen waren sie total allergisch. Weil ich glaube auch allergischer als bei anderen Erwachsenen. Und ich glaube, weil sie das im Grunde als eine Verletzung meiner Mutterrolle empfanden. Ich sollte ihre Mutter sein und nicht sie mit totem Wissen vollstopfen. Das war schon schlimm genug, dass die anderen das machen. Und ich habe das in meiner Panik natürlich auch versucht im Anfang mit Arbeitsheften und tralala. Und dann habe ich erleben dürfen, wie meine beiden Kinder mit, was weiß ich, 6 und 8 oder 7 und 9 zu zweit am Küchentisch saßen und sich unterm Tisch Zettelchen geschrieben haben. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, ich habe die Botschaft verstanden. Und wieder da saßen und miteinander geflüstert haben und gekichert haben. Wirklich wie in der Schule. Ich habe Schule gespielt, also haben sie auch Schule gespielt. Ne? Und es war, ich habe im Laufe der Jahre immer mal wieder so Panikattacken gehabt, weil sich jedenfalls bei meinen Kindern auch dieser Freilerner-Mythos oder Homeschooler-Mythos nie bewahrheitet hat, der da sagt, der Tag wird kommen, wo dein Kind morgens aufwacht und sagt, Mama, ich möchte heute gerne in dieses spannende Erdkundebuch reingucken, ja? Oder ich möchte jetzt gerne Englisch lernen oder so. Oder in irgendein Schulbuch, irgendein Schulwissen. Meine Jungs haben sich nie für irgendein Schulwissen interessiert. Und ich habe das unter einer Mischung aus Gelassenheit und Angstattacken irgendwie beobachtet und ausgehalten. Und dann kam der Moment, wo der Ältere auf die 14 zuging und dann fand, ich glaube, ich möchte jetzt doch einen Hauptschulabschluss. Er wollte es einfach auch sich selbst, seinen Freunden und der Großfamilie beweisen, dass er kein Idiot ist, obwohl er nicht zur Schule geht. Und dann hat er, wie alle anderen Kinder auch, gezielt für diese Prüfung gelernt. Und danach, wie alle anderen Kinder auch, das meiste, was ihn nicht sowieso interessiert hat, sofort wieder vergessen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wo ich gedacht habe, das reicht doch. Die machen so tolle Sachen und spielen so viel und lesen und machen alles Mögliche. Aber es hatte alles nie irgendwas mit Schule zu tun. Aber in dem Moment, wo sie sich das Ziel selber setzen, irgendeinen Abschluss haben zu wollen, damit sie irgendwas machen können, was sie machen tun wollen oder so, dann lernen sie auch. Und dann war ich dann in der wunderbaren Position eines Beraters und Coaches und Trainers, ne? Und nicht in dieser Rolle der donnernden Mutter, die nun immer, und hast du schon und du musst jetzt unbedingt und jetzt komm endlich her und du darfst nicht, bevor du nicht, und all diese Sachen, die wir dann machen, um unsere Kinder zum Erfolg irgendwie zu stemmen. Und das ist mir alles erspart geblieben. Ja, das ist ja auch
Man lernt ja auch im Alltag, ne? Also wenn ich jetzt auch bei meinen Kindern gucke, so der Große hat sich auch das Rechnen auch im Alltag beigebracht. Er hat eine Phase gehabt, da sind wir immer einkaufen, beim Einkaufen hat er dann immer zusammengerechnet, wie viel jetzt dieser Einkauf kosten würde. Und das war total faszinierend, weil er hat immer recht. Ja, und das, genau, das habe ich auch erlebt. Und bei einem war es sogar so in so einem kleinen Übergangsalter so, sie konnten das rechnen anhand des Einkaufens, aber sie wussten nicht, dass sie rechnen konnte. Wenn ich zu denen gesagt hätte, was ist 32 plus 9, hätten sie gesagt, keine Ahnung, ich gehe nicht zur Schule, ich weiß es nicht. Ne? Aber wenn ich gesagt habe, hör mal, wie viel Geld hast du denn? Und das kostet 32 € und das kostet 9 €, kannst du dir das leisten? Das hätten die mir sofort sagen können. Ne? Aber also das war nur eine Zwischenphase, wo sie im Grunde die Textaufgaben, die das tägliche Leben stellt, schon lösen konnten und aber gar nicht so genau wussten, wie sie es eigentlich machen. Ne? Und ja, und ich glaube einfach, dass wir, oder ich weiß es, ich habe mich dann ja wirklich, ich habe ja dieses Projekt freigroßwerden.de, wo ich Eltern und Erzieher und alle, die mit Kindern zu tun haben, eben auch begleite mit wieder in ihre Intuition zu vertrauen. Und ich weiß, dass eben das Spielen unglaublich wichtig ist für die Entwicklung. Und es ist unterschätzt. Es ist eigentlich praktisch genauso wichtig wie Schlafen, nur reagiert der Körper anders. Wenn wir 3 Tage nicht geschlafen haben, dann fallen wir um und schlafen einfach, egal was man mit uns macht. Und das Spielen lässt sich länger zurückdrängen, aber es tut den Kindern nicht gut. Und im Grunde ist jetzt, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass meine Kinder klein wären und ich müsste jetzt mit ihnen, was ich ja freiwillig schon war, ohne Corona, zu Hause sein, den ganzen Tag, ich würde versuchen, einen Raum herzustellen, wo sie einfach nur spielen können, wo ich da bin, wo ich auch im Prinzip ansprechbar bin, wo ich aber nicht Programm mache und ihnen, und vor allem, ganz wichtiger Punkt noch, bitte, bitte, erliegt jetzt nicht der Versuchung, eure Kinder 24 Stunden am Tag mit Internet und Bildschirm und Handy und Computerspielen rummachen zu lassen. Natürlich dürfen, ihr könnt das je nach eurer Einstellung zu diesen Dingen, aber ich würde es begrenzen. Denn die Chance, dieser Raum, der sich jetzt öffnet, dass wir zusammen sind und die Kinder dürfen nicht weg und die Eltern dürfen nicht weg, das ist so eine Chance, zueinander zu finden und auch in ein echtes Spiel zu finden, was diesen Namen verdient, was mit unserer Fantasie zu tun hat und nicht nur mit Reizreaktion, balla, 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 balla. Ne? Und wenn man das erlaubt, Bildschirme sind suchterregender als Heroin, dann sitzen die Kinder nur davor, viele jedenfalls, und davor müssen wir sie schützen. Wir würden sie auch vor Alkohol und Pornos schützen. Wir sollten die Bildschirmzeit wirklich begrenzen, obwohl es natürlich eine große Versuchung ist, sie jetzt 10 Stunden am Tag davor zu sitzen, hat man seine Ruhe und kann selber auch wieder vor seinem eigenen Bildschirm sitzen. Aber mach das nicht, denn dann würden wir die Chance Ja. verpassen, die darin liegt. Ja. Ich habe jetzt hier gerade noch einen Einwand hier, oder was heißt ein Einwand? Ein Kommentar von der Bianca. Sie sagt, dass ihr Sohn vor allen Dingen Stress mit der Menge der Unterlagen hat, die sie jetzt mitbekommen haben. Also ich habe das jetzt auch erlebt. Ich habe jetzt heute, bin ich noch an der Schule vorbeigegangen, weil ich angeschrieben wurde und habe die Unterlagen geholt. Es ist schon viel, ja. Also ich finde es so schade. Das hat mich dann auch schon wieder total geärgert, weil ich das total schade finde, dass jetzt irgendwie so diese große Chance da ist, wo wir wirklich den Kindern mal diesen Freiraum geben können. Und dann ist aber wieder auf der anderen Seite müssen wir jetzt trotzdem diesen Druck weitergeben Ja, oder müssen wir das? Müssen wir das, wenn ja? Genau, das ist es, ne? Also viele fühlen sich da unter Druck und ich glaube, das sind auch ganz viele Glaubenssätze auch von uns selbst, ne? Also, wo wir jetzt auch mal hinschauen dürfen, ne? Gerade zum Thema Lernen und zum Thema Schule, weil für viele das ja, was völlig Neues ist jetzt auch, ne? Und vielleicht magst du da auch noch mal was dazu sagen, wie wir vielleicht Ja, da. unbedingt, denn das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, Svenja. Vielen Dank, denn das ist so eine Chancensituation und dieses Programm, wir sind ja praktisch alle selber zur Schule gegangen, ja. Und dieses Programm, was wir in uns haben, dass wir uns im Grunde als die ausführenden Kapos und Büttel der Schule benutzen lassen, dass wir das Gefühl haben, ja, jetzt haben die so einen Stapel Unterlagen mit nach Hause gekriegt, toll, jetzt kann ich diese ganze Zeit damit verbringen, meine Kinder jeden Tag zu quälen mit diesem Stapel, ja.
Niemand kann uns dazu zwingen, das zu tun. Und wenn es überhaupt irgendjemanden interessiert hinterher, dann können wir sagen, also mein Kind hat sich zwischendurch so schlecht gefühlt und ich hatte Sorge, es hat Corona. Und also das ist doch vollkommen, aber das sitzt so tief in uns drin, dass wir das gar nicht hinterfragen, sondern nur denken, oh, so ein Stapel, oh mein Gott, ich hatte gedacht, wir könnten auch mal irgendwie zusammen Kuchen backen. Na, das geht jetzt leider nicht, Kinder, ihr müsst jetzt. Müssen wir gar nicht. Es ist erwiesen, dass das, dieses ganze Lernen unter Zwang überhaupt nichts bringt. Es ist nur Bulimie-Lernen für die Prüfung. Und ich habe das bei meinen Kindern wirklich mehrfach erlebt. Die haben immer wieder, zum Teil war es, also ich war es in dem Fall nicht, aber es gab immer wieder aus dem engeren Familienkreis Leute, die Panik gekriegt haben und die dann zum Beispiel einmal eins geübt haben. Ja? Und ich glaube, mein jüngerer Sohn ist durch 5 oder 6 einmal eins Phasen gegangen, weil er es immer wieder vergessen hat, komplett, ja. Sein Gehirn hat das einfach nicht als relevant abgespeichert. Und war was anderes dran irgendwie in der Zeit, ne? Ja, und ich glaube, dass dieser, also ich empfehle da auch gerne das Buch von John Taylor Gatto, von diesem ausgezeichneten Lehrer, der dann irgendwann den Schuldienst geschmissen hat und gesagt hat, so, jetzt sage ich euch mal, was mit euren Kindern in der Schule eigentlich wirklich passiert. Das Buch heißt Verdummt nochmal. Und ich habe das auch übersetzt und rausgegeben in meinem Verlag. Und das ist ein, da wird das so erklärt, wie wir im Grunde veranlasst werden sollen, je nachdem, welche Zensuren die Kinder haben, so nett dürfen wir zu ihnen sein, das dürfen wir mit ihnen erlauben. Ich habe schon Eltern erlebt, die mir gesagt haben, ja, wir haben so einen schönen Urlaub geplant, aber jetzt bleibt der Junge sitzen, dann können wir ihn doch nicht noch belohnen. Ja, hallo, gerade wenn ein Kind sitzen bleibt, das ist für ein Kind eine riesen Katastrophe, weil es die ganzen Leute verliert und so. Dann braucht es erst recht Trost und einen schönen Urlaub. Ne? Und niemand bleibt sitzen aus Schangdudel. Und wir haben da so dieses alttestamentarische, wer den Knaben liebt, schont der Rute nicht. Und irgendwie so dieses Strafe muss sein. Und der Mensch ist böse von Jugend auf. Man muss ihn das austreiben mit Schwefel und Feuer und Hausaufgaben. Und das ist Quatsch. Also als beste Beispiel ist, wie heißt er, unser Freund André Stern, ja, der eben das Buch geschrieben hat und ich war nie in der Schule. Ein erfolgreicher, fröhlicher, verspielter, glücklicher, erfüllter, erwachsener Mann. Man kann, also es gibt ein Leben außerhalb der Schule und historisch gesehen, das ist vielleicht auch nochmal der Punkt jetzt, sich das klar zu machen, wie lange gibt es Menschen, ewig, Jahrhunderttausende mindestens, und Schulpflicht gibt es seit so in den allerersten, leider haben es ja die Preußen erfunden, das ist 250 Jahre her. Yeah. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, alle Leute, die in der Schule waren, sind jetzt erfolgreich oder so. Ne? Seit Beginn der Schule hat sich nicht so wirklich viel getan. Ne? Also das System an sich ist eigentlich im Großen und Ganzen immer noch gleich geblieben. Ne? Ja, was ich jetzt so auch zu dem Thema nochmal sagen will, so mit diesem Schulstoff, der jetzt da ist, ich habe mir dann auch echt überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und dann dachte ich mir so, was könnte denn jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn wir es nicht machen? Yeah. So, was wird passieren? Ich stehe 100% hinter meinem Kind und ich möchte ihm jetzt einfach auch den freien Raum geben. Wenn er Bock hat, was zu machen, soll er es machen, keine Frage. Aber ich werde jetzt nicht jeden Tag da sein und sagen, mach, 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 sondern ich werde ihm den Freiraum bieten und auch erstmal gucken, wie geht er auch mit der Situation um, weil die Kinder spüren das ja auch, gerade unsere hochsensiblen Kinder, die nehmen ja auch ganz viel aus der Umwelt wahr und müssen das ja auch erstmal verarbeiten. Deswegen möchte ich ihm jetzt auch erstmal den Raum geben und ich stehe hinter ihm. Also wenn dann wieder Schule sein sollte irgendwann, dann werde ich auch hinstehen und sagen, ja, wie du gesagt hast, keine Ahnung, es ging ihm so schlecht, er konnte nicht, was auch immer, ja, ich werde da auf jeden Fall zu ihm halten und werde ihm da diese Möglichkeit geben. Also das ist jetzt meine persönliche Umgangsweise damit. Ja, und das ist so ein entscheidender Punkt, weil wir sind alle, wirklich alle, auch ich, man muss sich da so mühsam rausarbeiten jetzt, wir sind so auf vorauseilenden Gehorsam dressiert, ja. Die meisten von uns trauen sich nicht, als Fußgänger nachts um 3 über eine rote Ampel zu gehen oder haben zumindest ein ganz komisches Gefühl dabei. Und das ist einfach, das sitzt ganz tief in uns drin und wir geben es an unsere Kinder weiter. Und wenn unsere Kinder, wenn von uns so behandelt werden, nämlich, ne, egal was ist, jetzt wird gelernt und so, haben sie, was bei den Kindern hängen bleibt, ist das Gefühl,
ich bin eigentlich gar nicht das Wichtige, sondern meine Leistung. Oder ich werde nur geliebt, wenn die Leistung stimmt. Ne? Und das ist eine Traumatisierung, wenn man so will. Und die geben sie dann an ihre Kinder auch wieder weiter. Und so dressieren wir uns die ganze Zeit selbsttätig zu diesem vorauseilenden Gehorsam. Und das ist eigentlich etwas, wo wir jetzt die Chance haben, das auch mal zu unterbrechen. Und ich habe dann neulich schon mit jemandem drüber, oder ich spreche im Moment eigentlich über wenig anderes, weil das so wichtig ist. Wenn man jetzt mal sagt, so jetzt wie du, ne, jetzt lege ich das erstmal auf den großen Stapel und jetzt warten wir erstmal ab. Und wenn ich dann hinterher in die Schule gehe und dann kann mein Sohn auch sagen, oh, das hat meine Mama total vergessen, ja. Und dann kannst du auch sagen, Mensch, es war so viel los, ich habe diesen Stapel ehrlich gesagt, ich habe ihn einfach vergessen, ja. Dann hat der Junge kann überhaupt nichts dazu, zu spät ist es auch und ihr habt schön frei jetzt. Aber der Punkt ist eben, wenn wir sowas machen, gibt es einen Moment des Unbehagens. Wir fühlen zwar eigentlich, das ist das, was wir tun wollen und das ist auch richtig. Mit all unseren Herzensfasern wissen wir das. Und trotzdem gibt es diesen Gehorsamsvirus in uns, der sagt, ah, wenn du das machst und man muss und unbedingt und der Himmel wird dir auf den Kopf fallen. Wenn wir uns entgegen dieser Programmierung verhalten, fühlt sich das unbehaglich an. Und das ist in Ordnung, das darf es. Und wir dürfen es trotzdem tun. Nur es ist so, ich erlebe viele Menschen, die damit rechnen, wenn sie dann was Neues tun, dass man da so klick umschaltet. Also auch gerade die Eltern, die beschließen so, und jetzt machen wir Freilernen. Und dann beschließen sie das und dann fangen aber im Grunde die Ängste und die Probleme auch ein Stück weit gehen dann los, weil man, jetzt mache ich das wirklich und man kriegt im Grunde wirklich Schnappatmung vor Angst, denn wir sind es nicht gewohnt, etwas gegen den Strom zu tun. Das ist einfach so, auch wenn wir schon gewohnt sind, uns irgendwie ungewöhnlich anzuziehen oder ungewöhnliche Meinungen zu vertreten. Irgend so was im rechtlichen Graubereich ist oder sogar illegal. Da sind wir durch Jahrhunderte Rädern und Teern und Federn. Das sitzt uns einfach in den Knochen. Und mein Appell ist, es ist wichtig, dass wir mit solchem Unbehagen rechnen. Und uns das nicht übel nehmen, was bin ich für ein Weichei, dass ich jetzt Angst habe. Nein, wir haben Angst, weil wir so dressiert worden sind. Und wir müssen diese Angst erst nach und nach schrittweise überwinden, indem wir in kleinen Schritten unsere Eigenverantwortung übernehmen und dann merken, oh, ich habe es überlebt. Und wie du eben sagtest, wichtigste Frage, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls kann passieren, dass die Lehrerin ein bisschen sparsam guckt und sagt, ja, das war aber anders gedacht und Frau Müller-Meyer, so finde ich das aber jetzt merkwürdig und so, aber glaube ich gar nicht. Ne? Und wenn schon, ne? Ich denke, gerade jetzt in der Zeit haben wir wirklich die Möglichkeit, da was anders zu machen. Und wenn wir da jetzt mutig sind und es wirklich auch nutzen und wirklich auch anders machen und nicht, wie du sagst, auch diesem Gehorsam einfach folgen, weil der halt so da ist, und jetzt wirklich was anders machen, dann können wir vielleicht auch was verändern. Weil ich sehe das jetzt schon auch so ein bisschen das Ganze so als Chance. Ja, jetzt wird mal Homeschooling nicht nur ermöglicht, sondern quasi erzwungen. Ne? Es ist jetzt eine Pflicht mit dem Homeschooling und von zu Hause lernen und wie auch immer. Und das finde ich total spannend, was da passiert. Und ich denke, wenn wir da jetzt wirklich auch uns ändern, unsere Einstellung und wie wir damit umgehen, ich glaube, dann kann sich prinzipiell auch was Großes verändern, weil wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir die meisten, die jetzt auch zuschauen und wahrscheinlich alle mit dem Schulsystem nicht mehr zufrieden sind. Ne? Ja, die zufrieden sind, brauchen das Ding auch nicht zu machen. Das ist ja wunderbar. Genau. Mir hat mal wirklich ein Behördenmensch gesagt, also er kennt kein Kind, was nicht in die Schule will. Da habe ich ihn wirklich mit großen, staunenden Augen angeschaut. Ich kannte da schon so das eine oder andere. Ja. Okay. Ja. Ja, Aber aber was ich denke wirklich, dagegen? also ich sehe das jetzt momentan auch echt als Chance, also gerade auch für die Schule. Und da möchte ich auch allen, die jetzt zuschauen, wirklich nochmal Mut machen und setzt euch da jetzt nicht unter Druck, so wie du es jetzt auch gesagt hast, sag mal, setzt euch da jetzt nicht unter Druck und versucht da auf Biegen und Brechen noch irgendwas durchzuziehen, sondern ich glaube, es ist jetzt auch wirklich dran, auch
auch mit uns, auch die eigenen Ängste jetzt auch anzuschauen, wie du sagst, ne? Also das, was da jetzt hochkommt in Bezug auf Schule, in Bezug auf die ganze Gesamtsituation. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt ganz viel, man nennt es so schön, Quality Time auch als Familie haben, wo wir uns wirklich miteinander beschäftigen und zusammen sind und das auch mal anschauen, ne? Ja, und bei älteren Kindern vor allem kann es jetzt allerdings auch so sein, das kann dann auch anstrengend werden, dass die mies drauf sind, weil sie Entzugserscheinungen haben, und zwar nicht wegen der Schule und den Lehrern und dem Lernstoff, sondern wegen der anderen Kinder, weil sie so daran gewöhnt sind, weil wir sie von kleinst auf immer mit massenhaft anderen Kindern zusammen gepfercht haben, sage ich jetzt mal. Und in vielen Familien im Grunde wirklich wenig Zeit miteinander verbracht wird und die Kinder daran gewöhnt sind, jeden Tag mit ihren Kumpels zusammen zu sein und die Zeit mit der Familie erst wieder wertschätzen müssen. Das ist aber für sie ganz wichtig, denn der Unterschied zwischen den Kumpels und der Familie und den Eltern ist zentral. Früher hat man zu Kumpels Spielkameraden gesagt. Und dieser Begriff macht das sehr schön deutlich. Andere Kinder, wunderbar im Leben eines jeden Kindes zum Spielen. Aber wenn was Ernstes ist, wenn die Hütte brennt, wenn man sich wehgetan hat, wenn man wirklich das Problem hat, wenn man Mist gebaut hat, dann braucht eigentlich jedes Kind und jeder Jugendliche Erwachsene, fürsorgliche Erwachsene, zu denen er dann gehen kann und sagen kann, können wir mal reden, dies und das ist passiert und was mache ich jetzt, ne? Und die dann hilfreich sind. Und das können die Spielkameraden nicht leisten. Und deswegen ist jetzt auch unsere Chance, gerade wenn unsere Kinder uns schon so ein bisschen entglitten sind und so ihr eigenes Leben geführt haben und im Grunde Mama, naja, das ist halt die, die immer morgens den Tisch deckt, aber ansonsten will ich nichts mit ihr zu tun haben, dass wir uns da dass unsere Kinder die Chance haben, wieder zu erleben, wie gut das tut, wenn man sich mal bei Mama entspannt und einkuschelt oder wenn Papa mal vorliest oder man zusammen irgendwie Mensch, ärgere dich nicht spielt oder irgendwie sowas. Und wichtig ist nur, dass wir, wenn wir Kinder haben, oder Jugendliche, die halt jetzt muffig und mies drauf sind und stinkig, weil sie ihre Kumpels nicht sehen können in dem Ausmaß, dass wir verständnisvoll damit umgehen und dass wir es nicht persönlich nehmen, nach dem Motto, also ich kann auch anders und bitte, dann spielen wir halt nicht und so, sondern dass wir da wirklich ein bisschen uns unsere Kinder zurückholen und uns da ein dickes Fell antun, denn es ist nun mal so, die meisten Kinder wären lieber noch länger zu Hause geblieben, als wir sie irgendwo hingeparkt haben, weil wir eben arbeiten mussten oder wollten. Und es gibt so einen Teil in den Kindern, der dann irgendwann auch gesagt hat, na gut, bitte, dann kümmere ich mich eben in erster Linie um die anderen Kinder, denn die sind immer da, ja, während du ständig weggehst, nachdem du mich da morgens abgeliefert hast. Und da können wir uns jetzt ein bisschen Terrain zurückerobern, indem wir indem wir das einfach gemeinsam erfahren, wie schön es ist, zusammen zu sein in der Familie und nicht nur mit den Spielkameraden. Ja, absolut. Und was ich, glaube ich, aber auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass wir jetzt nicht versuchen, das zu erzwingen, ne? Dass wir jetzt irgendwie sagen, so, und jetzt muss hier Programm sein und jetzt spielen wir das und jetzt spielen wir das und jetzt spielen wir das. Und dann wirklich dann sagen, okay, wir lassen uns mal aufeinander ein und schauen, was kommt bei dir, was kommt bei mir, ne? Und dann zu schauen, ne, wie gehen wir damit um? Weil viele haben ja jetzt irgendwie so volles Programm, was jetzt alles durchziehen wollen. Ich glaube, das geht dann auch schon wieder ein bisschen in die andere Richtung irgendwie, ne? Ganz genau, ja. Also das, was den Kindern aus entwicklungspsychologischer Sicht heute am meisten fehlt, ist einfach unstrukturierte Zeit ohne Plan, wo sie einfach nur auf der Erde sitzen und mit irgendwelchen Männchen oder Legosteinen oder was auch immer puzzeln und eben möglichst ohne Bildschirm. Und es kann auch sein, dass da, oder malen zum Beispiel, ne, dass man jetzt sagt, so jetzt machen wir hier mal eine große Malaktion. Man muss nicht, aber man darf und jeder darf malen, was er will. Es muss keine Pädagogikstunde sein über Perspektive oder so, sondern einfach, denn das ist genau das, was hinterher dann dazu führt, nach übereinstimmender
Wahrnehmung ganz vieler Fachleute, dass sehr, sehr viele Menschen heute, wenn sie dann endlich die Schule hinter sich haben, überhaupt nicht mehr wissen oder überhaupt nicht wissen, was will ich denn jetzt eigentlich? Was sind denn meine Stärken? Was interessiert mich denn besonders? Wer bin ich denn eigentlich? Weil die Kinder werden heute so und auch so lange von der Zeit her zugeschüttet mit Fremdbestimmung. Ja? Guck dir dies an, lern das, interessiere dich hierfür, du könntest jetzt mal das machen. Und viele sind nur noch in so einem Modus, wo sie sich im Grunde nur so bewegen, wenn es ihnen gesagt wird, jetzt mal überspitzt formuliert. Mhm. Und diese Eigeninitiative, morgens aufzuwachen, so dieses Feriengefühl und zu denken, was mache ich heute? Ja, ich kann auch einfach gar nichts machen. Es kann auch sein, dass manche Kinder ein paar Tage einfach wirklich nichts machen, sondern nur mehr oder weniger übel gelaunt rumhängen, weil sie im Grunde erstmal zur Ruhe kommen müssen und sich entgiften müssen im Grunde. Ne? Dann würdest du auch sagen, dass du gar keine große Struktur jetzt im Alltag einbauen würdest, oder? Weil ich habe jetzt so verschiedene Meinungen. Manche sagen, naja, wir brauchen eine Struktur, wir sollten eine Struktur machen oder einen klaren Tagesablauf. Die anderen sagen irgendwie, lass einfach mal einen Tag hineinleben, lass uns die Zeit jetzt nutzen. Sollen wir da jetzt so einen eigenen Weg finden oder denkst du, Das hängt total von der Gesamtsituation in jeder einzelnen Familie ab. Einerseits ist Struktur gerade für kleine Kinder unglaublich wichtig, weil sie ihnen Orientierung gibt und weil kleine Kinder ja noch nicht so lange hier auf der Erde sind und die meiste Zeit passieren Dinge, die sie noch nie gesehen haben und die sie irgendwie aufregend und spannend finden. Und deswegen lieben alle Kinder Wiederholungen und immer dieselbe Geschichte und immer dasselbe Märchen und immer dasselbe Sandmännchen und immer beim Essen piep, 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 wir haben uns alle lieb oder was auch immer. Also dieses, ne, weil das sind die Momente, wo sie wissen, wo es lang geht und was als nächstes kommt. Das ist eine ganz wichtige Hilfe. Und je sensibler ein Kind ist, es gibt ja heute sehr viele hochsensible Kinder, desto wichtiger ist es, dass man ihnen Marker gibt, Struktur. Heute machen wir das und jetzt gibt es Frühstück und dann darfst du spielen. Das kann ja dann sozusagen eine angesagte, unstrukturierte Zeit sein. Dann darfst du spielen und heute Mittag, nach dem Mittagessen machen wir dies und das oder so. Oder dann kommt Oma oder was auch immer. Orientierung geben und Rhythmus ersetzt Kraft, das schon. Aber es kann auch einen Rhythmus von freiem Raum geben. Mhm. Also nach dem Frühstück dürft ihr erstmal 3 Stunden lang so, ne? Und dann gibt es irgendwie zweites Frühstück und dann dürft ihr wieder. Ja, also nichts Vorgefertigtes vorsetzen, sondern so, wie du sagst, das finde ich ganz schön, so wirklich so Ankerpunkte, ne? Wo man ja, wir haben heute eine Panik vor Langeweile unserer Kinder. Und das ist ein ganz großes Problem, denn es gibt 2 Situationen, in denen ein Mensch Langeweile empfindet, subjektiv. Das eine ist, wenn wir eigentlich traurig sind. Also wenn zum Beispiel jemand, mit dem wir gern zusammen wären, nicht da ist. Und dann alles, was wir machen könnten, finden wir langweilig, weil der ist nicht da. Ja? Das ist der eine Punkt. Und das kann jetzt bei vielen Kindern auftreten, weil die Klassenkameraden nicht da sind. Und der andere Punkt ist, jedes Mal, bevor wir in so ein richtig tolles Spielen reingehen, müssen wir eigentlich so eine kleine Langeweile-Hürde überwinden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn durch die Langeweile erkennt das Gehirn quasi, es gibt nichts zu tun. Ich bin frei. Ich kann spielen. Und es ist auch in ganz vielen Kinderbüchern, die fangen immer damit an, die Pausenglocke schellte zu den großen Ferien oder irgendwie sowas. Ne? Oder die Kinder sitzen da und langweilen sich, ist eigentlich alles blöd. Und aus der Langeweile, auch bei Momo ist das so, als dann die Kinder da sitzen in diesem Amphitheater und auf Momo warten, oh, ist das langweilig. Und dann fangen sie an zu spielen und versuchen, diese Langeweile zu überbrücken. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir nicht jedes Mal Panik kriegen, wenn unser Kind sagt, mir ist langweilig, sondern dass wir sagen, ja, guck mal, was du gerne tun möchtest. Meistens ist einem dann langweilig, wenn man nicht genau weiß, was man tun will. Oder das Herz weiß es schon, aber der Kopf weiß es noch nicht. Ne? So, und dass man nicht sofort sagt, langweilig, okay, Bildschirm.
Denn Bildschirm nimmt sofort die Langeweile, aber es ist kein Spiegel, sondern Ablenkung. Die Neuronen sind halt irgendwie beschäftigt, aber nicht durch unsere eigene schöpferische Tätigkeit, sondern fremdgesteuert. Und das hat nicht dieselbe Wirkung. Das ist wie Schlaftablette und echter Schlaf oder so, keine Ahnung. Ich nehme keine Schlaftabletten, aber stelle ich mir jetzt so vor. Ja, unbedingt, ganz, ganz wichtig, ja. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt war, was wir vielleicht auch noch besprechen können, ist so, dass es ja jetzt auch in der Familie, es ist nicht ja nur alles schön, ne? Jetzt vielleicht so die ersten Tage ist alles neu und man stellt sich um und man genießt so ein bisschen auch die freie Zeit, aber dann können ja auch ganz viele Konflikte auch auftreten, ne? Und dann stehen ganz viele Familien da und denken, oh mein Gott, was ist jetzt los? Jetzt haben wir endlich mal Zeit füreinander und plötzlich ist alles irgendwie total doof, ne? Woran liegt das und was können wir tun? Das ist ganz, ganz wichtig. Es liegt zum einen daran, dass wir die mal, also es hat ganz viele Gründe und das ist ein riesiges Thema, aber natürlich Ja, wirklich vielleicht ganz das kurz. Wichtigste, denn zum einen ist es so, dass in vielen Familien der Zeitplan so gestresst ist, vom morgens wecken über Frühstück, Schule, Kindergarten, arbeiten, abholen, Geigenstunde oder Ponyreiten oder was auch immer und dann dass im Grunde es mehr ein Funktionieren ist als ein wirkliches Miteinander in Ruhe sein, sodass in den Ferien, im Urlaub überhaupt mal Zeit ist, sich wahrzunehmen und dann alle Konflikte, die das ganze Jahr im Grunde so mitgeschleift werden, weil man gar keine Zeit und keine Kraft hat und auch lieber nachgibt, als jetzt da noch ein Fass aufzumachen, denn es ist schon so und so viel Uhr und morgen müssen wir alle früh raus. Die kommen dann sozusagen geballt. Das ist wie wenn man die ganze Zeit irgendwo was reinfließt und irgendwann wird dann dieses Fass aufgemacht, weil Zeit und Raum da ist. Und insofern ist es ganz natürlich, nicht umsonst sind immer montags und nach den Weihnachtsferien die Scheidungsanwälte hoch beschäftigt, ja, weil dann so vieles aufbricht. Und wichtig ist, dass im Grunde zu begrüßen und nicht zu sehen, diese blöde Freizeit, jetzt streiten wir uns, sondern die Konflikte waren eh schon da und jetzt brechen sie aus. Das ist wie wenn ein Pickel aufbricht. Es tut weh, es ist eklig und sieht nicht schön aus, aber es ist ein Reinigungsvorgang und da, die Schadstoffe waren da, sonst käme dieser Pickel nicht, ne? Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und auch da sind wir wieder in unserer Selbstverantwortung gefragt. Wir sind natürlich alle frustriert. Wir haben alle Entzugserscheinungen. Die Erwachsenen vermissen ihre Kollegen und das ruhige Büro, ja. Die Kinder vermissen die Lehrerin und die anderen Kinder und überhaupt, ne, das ganze Normale. Und entscheidend ist, dass wir für unsere Stimmung und unsere schlechte Laune und wenn wir mies drauf sind, dass wir die Verantwortung bei uns behalten, sodass wir weder den Kindern sagen, du machst mich so sauer und du bist der Nagel zu meinem Sarg und ich bin total genervt von dir, ich kann dich jetzt nicht mehr aushalten oder so. Denn damit geben wir den Kindern die Verantwortung für unsere Stimmung. Natürlich kann es so sein, dass wir total genervt sind von unseren Kindern, aber wenn wir das zu unserem Kind sagen, dann wir sind, das müssen wir uns einfach klar machen, wir sind der Boden, auf dem unsere Kinder stehen. Und wenn wir ihnen sozusagen das Willkommensein in unserer Gegenwart entziehen, dann fallen sie in ein ganz tiefes Loch. Und wenn wir merken, entweder ich klatsche jetzt dieses Kind an die Wand oder ich habe jetzt mal 10 Minuten Ruhe, dann sollten wir uns das unbedingt gönnen, natürlich. Also die Ruhe, nicht das Klatschen. Aber wir sollten dann sagen, oh, wisst ihr was, mir ist gerade eingefallen, ich muss unbedingt noch mal unten in der Waschmaschine irgendwie bla bla blub, ja, oder ich muss noch eben Klopapier kaufen. Und einfach, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen. Und dann gibt es viele Eltern, die sagen, ja, aber ich muss doch authentisch sein. Und wenn ich von meinem Kind genervt bin, dann muss ich es ihm doch auch sagen, das ist doch sonst unehrlich. Aber da sollten wir wirklich gucken. Da ist das Geborgenheitsgefühl unserer Kinder ist wichtiger als unsere momentane Laune. Denn kaum ein Elternteil wird sagen, ich wünschte grundsätzlich, mein Kind gäbe es nicht und es wäre weg oder so. Wir lieben ja unsere Kinder und wir sind genervt. Aber diese Genervtheit hängt mit tausend Sachen zusammen und unsere Kinder sind nicht schuld daran.
Und wenn wir ihnen die Schuld zuweisen, dann fühlen sie sich unwillkommen auf der Welt. Ja, denn wir sind ihr Anker auf der Welt. Und wenn wir ihnen vermitteln, ich wünschte, du wärst, wo der Pfeffer wächst, wo sollen sie hin? Ja, also gefühlt auch hin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, wir brauchen jetzt eine Auszeit und uns die auf elegante Weise nehmen, ohne den Kindern die Schuld zu geben. Das ist, denn sonst sind die Kinder erst frustriert und vielleicht auch ängstlich und sind dann besonders lieb. Aber so wie sie sich wieder entspannen, kommt der Frust, den wir ihnen zugefügt haben, raus. Das ist wie wenn wir in unserer Partnerschaft jemandem etwas sagen, unserem Partner, was ihn verletzt. Und was weiß ich, wenn du mir noch einmal die Socken rumliegen lässt, dann ziehe ich aus oder irgendwie sowas. Ne? Das ist jetzt natürlich etwas an den Haaren herbeigezogen. Und er daneben vielleicht sich ganz viel Mühe gibt mit den Socken. Aber die Verletzung, die daran liegt, ja, dass die Socken ordentlich weggeräumt sind, ist ihr wichtiger als unsere Beziehung. Das ist eine große Frustration. Und das irgendwann kriegen wir das zurück. Und so ist es bei unseren Kindern auch. Diese Drohung, und dann habe ich dich nicht mehr lieb, und dann musst du ins Heim, und dann kannst du nicht mehr bei mir wohnen, und dann schicke ich dich zur Oma. Die wirken kurzfristig. Das Kind ist in Schock und Angst und versucht dann alles lieb zu sein, ja. Aber so wie es sich wieder entspannt, kriegt man diese Verletzung der Beziehung, kriegt man die im Grunde zurück, ohne dass das Kind das bewusst macht. Das ist einfach der Frust, der dann ausagiert wird. Ja, das ist eine große Herausforderung jetzt auch in der Zeit, wenn man wirklich so aufeinander ist. Aber ich sehe es schon auch als große Chance, dass wir jetzt auch uns mit den Themen auch auseinandersetzen, die dann auch hochkommen, ne? Gerade bei uns selber. Ne? Weil es steckt ja immer was dahinter, auch wenn wir genervt sind und so. Und ich denke, da haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, da genau hinzuschauen. Und ja, da muss man sich wirklich gucken, wie man sich da auch Freiräume schafft. Ne? Das ist vielleicht nicht immer so einfach, aber rausgehen zum Beispiel ist für mich ganz, ganz wichtig. Also wie du sagst, solange wir noch können, aber wirklich rausgehen in die Natur, das ist für mich und auch für die Kinder so, so wertvoll. Und da möchte ich auch allen wirklich dazu raten, geht so viel raus, wie es irgendwie geht. Jetzt wird es auch Frühling, jetzt ist es wieder möglich. Und, und noch ein ganz wichtiger Punkt, weil du sagst, es ist gar nicht so einfach. Eltern können sich abwechseln. Alleinerziehende sollten sich Virus hin oder her vernetzen. Ja? Mhm. Es ist niemandem damit gedient, wenn jetzt eine Mutter mit ihren 1, 2, 3 Kindern den ganzen Tag die Wände hochgeht, ja? Anstatt sich mit 1 oder 2 anderen Müttern zu vernetzen, wo man sich ein bisschen abwechseln kann, wo man ein bisschen was machen kann. Die Kinder sind sowieso die ganze Zeit schon zusammen in der Schule oder im Kindergarten gewesen. Ich glaube sowieso an diesen ganzen Virus nicht. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber selbst wenn man dran glaubt, kann man ja irgendwie, was weiß ich, desinfizieren oder keine Ahnung. Na gut, ich glaube einfach nicht dran. Aber das ist, also es ist, glaube ich, legitim, sich da gegenseitig zu unterstützen. Ne? Absolut, absolut. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal so ein bisschen in die Kommentare. Da kamen ganz viele Kommentare. Es wird endlich ausgesprochen, was so viel auf der Seele liegt, glaube ich. Sehr, sehr schön. Gibt es jetzt noch mal ganz konkrete Fragen, jetzt auch gerade an die Dagmar? Habt ihr noch irgendwas? Weil sonst würde ich dir einfach auch nochmal das Wort überlassen. Du hattest ja auch gesagt, du möchtest auch gerne einfach nochmal, du bist ja auch Biologin, ne? Möchtest auch nochmal über den Virus an sich sprechen. Wenn jetzt sonst keine Fragen mehr da sind, würde ich dir einfach da nochmal den Raum geben, dass du da auch nochmal deine Meinung dann sagen darfst, ja. Gerne. Also wenn Fragen kommen, kannst du das ja auch dann signalisieren und Fragen gehen natürlich immer vor. Es ist mir einfach ein Bedürfnis, Stellung dazu zu nehmen, weil ich eben, wie gesagt, Biologie studiert habe und in zu einem immunologischen Thema meine Diplomarbeit geschrieben habe in einem Institut für pharmazeutische Biologie und dann in einem medizinischen Fachverlag gearbeitet habe, gerade zu der Zeit, als das mit dem AIDS-Virus aufkam und so weiter. Und ich habe mich mit dem Thema wirklich ziemlich gründlich beschäftigt. Und es gibt da zwei Ebenen. Die eine Ebene, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Viren gibt, die
Krankheitserreger sind und die man sogar vielleicht künstlich herstellen kann und so weiter, dann die Zahlen anguckt, die uns präsentiert werden und die für meine Wahrnehmung in meiner realen Umgebung auch hinkommen, denn hier ist keine Grippewelle bei mir jedenfalls, in meiner Umgebung ist es nicht so. Und die Zahlen, die uns genannt werden, sind absolut lachhaft. Es ist in Deutschland zum Beispiel normal, und das kann jeder von euch einfach irgendwie Grippetote 2015 oder 16 oder 17 einfach eingeben in die Suchmaschine, dann seht ihr, dass jedes Jahr zwischen 8.000 und 20.000 Grippetote sind. Es hängt auch viel damit zusammen, wie streng der Winter ist, und die meisten dieser Grippetoten in jedem Jahr sind ganz alte Leute, wo im Grunde man gar nicht genau weiß, ist es jetzt wirklich die Grippe oder ist es einfach jetzt der Frühling, und da sagt er so, jetzt gehe ich woanders hin. Und es sind die Zahlen, die also ganz offiziell von den Behörden genannt werden, die sind sogar tendenziell niedriger als in ganz normalen anderen Jahren. Und die Älteren unter uns haben alle schon Jahre erlebt, wo die Hälfte der Schulklassen krank war mit irgendeinem Virus und kein Mensch hat da so ein Theater gemacht. Also die Zahlen, die uns genannt werden, rechtfertigen überhaupt nicht diese unglaublichen Maßnahmen. Auch die Tödlichkeitszahlen, und es wird jetzt immer von Infizierten gesprochen. Die Wahrheit ist, mit infiziert meint man eine Person, die sich einem solchen Test unterzogen hat. Oh, da sieht man schon, die Kinder sind zu Hause. Alles gut. Ja, genau, das reicht schon. Hauptsache bei Mama sein. Das reicht schon, gut. So machtvoll sind wir Mütter. Also der Virus, dieser Virusnachweis, man kann davon ausgehen, da gibt es auch sehr interessante Beiträge jetzt von einigen mutigen Ärzten im Netz, Wodak zum Beispiel und auch Köhnlein und andere, die ganz klar machen, den Coronavirus als solchen gibt es ja schon ganz lange, und es ist auch normal, dass die Viren sich jedes Jahr ein bisschen verändern, so in dieser Annahme, dass es Viren überhaupt gibt. Und dann ist es so, dass ungefähr 5-15% der Bevölkerung sowieso schon seit vielen Jahren diese Information des Coronavirus in sich tragen. Und das heißt, wenn man jetzt 100 Leute testet, ist die Chance gut, dass 10-15% davon positiv auf diesen Test reagieren. Und selbst von den Behörden wird ja gesagt, wenn man positiv testet, heißt das nicht, dass man krank werden muss. Umgekehrt wird auch gesagt, wenn man negativ getestet ist, heißt das nicht, dass man gesund bleibt, ja? Weil es eben eigentlich überhaupt nichts heißt, außer dass man diese Information von der Virus-RNA in sich trägt. Und der Punkt ist, dass wir verstehen müssen, je mehr Leute man testet, umso mehr Infizierte hat man rein statistisch. Und dieser statistische Zusammenhang zwischen Coronavirus positiv und Erkrankung ist so ähnlich wie bei AIDS, nämlich es gibt ihn nicht. Ja? Es gibt Leute, die haben jetzt schon seit 35 Jahren HIV-positiv und sind pumpergesund. Allerdings sind das die auch die Medikamente nicht genommen haben. Und es gibt andere, die sind AIDS-negativ und haben aber trotzdem dann Immunschwächekrankheiten. Also es gibt gar keine wirkliche Korrelation. Das ist die eine Ebene, dass die Zahlen, die uns präsentiert werden, überhaupt solche Maßnahmen nicht rechtfertigen, und dass im Grunde immer gesagt wird, Infizierte, aber das heißt nur Leute, die positiv auf diesen Test reagieren, und es ist damit zu rechnen, dass zwischen 5-15% der Bevölkerung positiv auf diesen Test reagieren. Und je nachdem, was für Leute man testet, wenn man jetzt sozusagen nur auf der Intensivstation testet, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der positiv getestet wird, auch dann 2 Wochen später tot ist, sehr viel höher. Und man kriegt andere Virulenzbösartigkeiten raus, als wenn man jetzt lauter Schulen testet, wo auch 10-15% das Virus haben, aber kein Mensch wird krank. Und das wird auch alles eigentlich gesagt. Es wird nur so geschickt formuliert, dass die meisten Leute das Gefühl haben, Zahl der Infizierten explodiert, dann sehen wir vor unserem inneren Auge ganz viele kranke Leute.
Es sind aber nur ganz viele getestete Leute. Und je mehr wir testen, umso mehr Infizierte kriegen wir raus. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn wir die Zahl der Störche und die Zahl der Geburten in Deutschland über die letzten Jahrzehnte angucken. Das ist eine unglaublich hohe Korrelation. Die haben beide ganz stark abgenommen. Bringt deswegen der Storch die Kinder? Ich glaube, nein. Ja? Und so ist es eben auch mit dem Coronavirus. Und außerdem, das ist sozusagen jetzt die, wenn man zum Arzt geht und an alle Viren glaubt und an Antibiotika und so, ist ja alles legitim, darf man ja machen, wie man will. Wenn man darüber hinaus mal sich fragt, wie ist eigentlich die geschichtliche Entwicklung mit den Viren, und dann stellt man fest, es gibt ursprünglich, der heißt Virus Giftstoff, ja, es gibt auch etliche alternative medizinische Ansätze, die davon ausgehen, dass das, was man dann als Virus bezeichnet, dass es einfach Entschlackungsreinigungsvorgänge im Körper sind. So, das ist dann ungefähr so, wie wenn man feststellen würde, Mensch, immer wenn es irgendwo brennt, sind da diese roten Autos mit den Leitern. Ja, ich glaube, die sind verantwortlich für Brände. Ja, so, also das könnte auch sein, dass das, was wir als Viren bezeichnen, gar nicht die Ursache für die Krankheit sind, sondern eine normale Begleiterscheinung des Körpers. Da könnt ihr euch ja schlau machen und mal ein bisschen recherchieren über Viren und so weiter. Und aber auch selbst wenn ihr an Ansteckung und Viren und all das glaubt, geben die Zahlen einfach nichts her, was Anlass gäbe zu diesem unglaublichen Ausmaß an Freiheitsberaubung, dem wir jetzt unterliegen, und der Tatsache, dass die gesamte Wirtschaft in ganz Europa und letztlich weltweit praktisch runtergefahren wird. Und das trifft ja vor allem die kleinen und mittleren Betriebe und Läden. Ich habe hier eine Zwischenfrage, weil die Birgit schreibt, dass sie da voll deiner Meinung ist auch und letztens in der Diskussion dann aber die Frage gestellt bekommen hat, warum sind dann in Krankenhäusern in Italien ist alles so voll und überlastet? Weil die Leute in Panik sind und hingehen, und wenn sie dann positiv getestet sind, dann fühlen sie sich auch schlecht, weil sie Angst haben. Angst, mhm. Angst essen Seele auf. Angst bewirkt unglaublich viel. Ja? Außerdem. Ich finde, Angst geht ganz viel auf die Brust und macht hier Beklemmungen. Ne? Also, ja, natürlich. Ja. Außerdem ist es auch so, dass eben die Leute, die zu viel Fernsehen gucken, wenn die eben jetzt einen normalen Schnupfen kriegen, wo sie früher überhaupt nichts gemacht hätten, sondern einen Kamillentee gekocht und sich ins Bett gelegt, gehen jetzt zu ihrem Arzt oder rufen ihren Arzt an und sagen: Herr Doktor, ich habe Grippesymptome, was soll ich tun? Ja? Und der schickt sie dann ins Krankenhaus und dann sind die Krankenhäuser überlaufen. Ja. Aber auch in Italien sterben nicht auffällig viele Leute, sondern es gibt in Italien ganz viele Infizierte, weil da eben sehr stark getestet worden ist. Ne? Ja. Also, und es ist eben wirklich so, dieser alte Spruch, mit der Statistik und mit der Bibel kann man alles beweisen. Also für die Statistik stimmt es jedenfalls. Ich hoffe, das Beispiel mit dem Storch und den Kindern macht das deutlich, oder mit den Feuerwehrautos und den Bränden. Es könnte sein, dass das, was wir als Viren bezeichnen, nur Phänomene sind, die immer dann auftreten, wenn unser Körper in einem wichtigen Entgiftungsprozess ist. Und das wissen wir auch aus der neuen Medizin oder germanischen Heilkunde, und Ärzte früher wussten das sowieso alle, dass die meisten das, was wir als Krankheit bezeichnen, mit Fieber, Schlappheit, Müdigkeit und so weiter, dass das eigentlich in der Regel die Heilungsphase ist nach der Lösung eines inneren Konfliktes und oder eben eine Reinigungsphase. Und insofern glaube ich, dass wir, jedenfalls bei mir ist es so, wegen des Virus mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen. In meinem Umfeld, wenn ich mich umhöre, sagen auch ganz viele, ja, sie sind in Angst, aber nicht wegen dem Virus. Ja, sondern was passiert hier eigentlich, was will man hier bewirken und wie soll das wirtschaftlich mit uns allen weitergehen? Genau. Das ist auch wirklich etwas, wo ich denke, hu, hu, hu. Und da hilft mir ein anderes Bild, das vielleicht noch zum Abschluss. Und zwar ist ja viel davon die Rede, kommt es eine neue Zeit und der Aufstieg ist im Gange oder irgendwie. Und ich stelle mir das vor wie einen Geburtsprozess. Und in einem Geburtsprozess könnte man auch, wenn wir jetzt der Fötus sind, der geboren wird, ja,
ein Kind im Mutterleib während der Geburt, wenn es seine Lage analysieren würde, käme zu dem absolut klaren Schluss, dass es sich in einem apokalyptischen Weltuntergangsszenario befindet. Ja? Die Plazenta arbeitet nicht mehr richtig, der Platz ist vollkommen überfüllt und ausgereizt, es wird immer enger, es ist alles total unangenehm, man ist vollkommen eingeschränkt. Ja, eine Geburt ist einfach kein Spaziergang. Und wenn wir wirklich, wir alle oder die meisten von uns haben die ganze Zeit immer gesagt, das Leben sollte anders sein, wir sollten mehr Zeit haben, wir sollten mehr Ruhe haben, wir sollten nicht in dieser kapitalistischen Konsummaschinerie drinstecken und in diesem Leistungsdruck und diese ganzen sinnlosen Produkte immer kaufen und so weiter. Man kann bei aller Existenzangst, die ich auch nachvollziehbar finde und die mich manchmal, wo ich auch so denke, ne, trotzdem gibt es auch einen Aspekt, wo man sagen könnte, ja, guck mal, das alles wird jetzt runtergefahren. Und ich glaube nicht, dass wir deswegen alle verhungert werden, denn wir leben in einem unglaublichen Überfluss. Der Mangel ist ja nur künstliche Verknappung über Preise und in denen die Hälfte der Lebensmittel weggeschmissen wird und so weiter und so weiter. Hamsterkäufe momentan, deswegen sind die Regale leer, nicht weil wir nichts mehr haben. Genau, nicht weil wir nichts mehr haben, ganz genau. Es werden ja in Europa oder ich glaube weltweit oder so mehr als die Hälfte der produzierten Lebensmittel landen im Müll, ja. Das muss man sich mal reintun. Also davon ist überhaupt nicht die Rede. Und ich glaube nicht, dass diejenigen, die jetzt hier die Strippen ziehen und uns hier mit dieser Pandemie festsetzen, dass die gute Absichten haben, ehrlich gesagt. Aber es hat immer schon Zeiten gegeben, wo jemand etwas richtig Böses tun wollte, aber ohne dass das wollte, auf einmal ganz viele positive Wirkungen auch da waren. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Fall. Natürlich ist es jetzt eine schwierige Situation und es ist aber auch eine ganz große Chance. Und dadurch, dass das jetzt so fadenscheinig gemacht wird, so schlecht, also wenn ich schon eine Pandemie erfinden würde, dann würde ich doch wenigstens auch riesige Sterbezahlen erfinden. Aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert oder lässt sich zu leicht aufdecken. Ich finde, wer jetzt nicht stutzig wird, gut, der muss halt dann ganz zum Schluss erst aufwachen. Aber ich glaube, dass wir jetzt in einer ganz wichtigen Zeit sind und dass das Einzige, was uns behindert, ist, wenn wir uns diesen Ängsten hingeben. Und also ich glaube, es gibt letztlich keinen Anlass für Angst. Ich denke, Angst darf da sein. Also ich denke, es ist echt, die jetzt einfach wegzudrücken und zu sagen, nee, das ist nicht, das gehört jetzt nicht hierhin, wäre vielleicht auch falsch. Wirklich sich anzuschauen und zu sagen, okay, du darfst jetzt da sein, aber ich lasse mich nicht bestimmen. Ich lasse mein Handeln und mein Denken jetzt nicht von der Panik bestimmen. Und von der Und ich konzentriere mich nicht darauf. Ich sage, ja, klar, ich habe jetzt auch ein bisschen Bammel, hup, 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 ne? Wie soll ich dann meinen Lebensunterhalt finanzieren, wenn es jetzt so und so und so und so weitergeht? Das, was ja auch noch nicht raus ist, der Spuk kann ja auch ganz schnell wieder vorbei sein. Aber du hast vollkommen recht, die Angst nicht wegdrücken, aber auch nicht sich von dieser künstlich geschürten Angst da sozusagen nicht reingehen und andocken. Wow. Sondern wenn es mich überkommt, dass ich so denke, jetzt wird mir aber doch mulmig oder so. Wie gesagt, ich greife dann immer so nach meiner inneren Anbindung und denke mir, komm, ich bin ein ewiges göttliches, geistiges Wesen, was hier Erfahrungen macht. Und meine Großeltern haben zwei Weltkriege überlebt und meine Eltern einen. Und wenn die von damals erzählen, ja, das war nicht einfach und die hatten viel, viel größere Schwierigkeiten als wir jetzt im Moment. Aber das sind nicht die wichtigen Sachen, sondern die wichtigen Sachen. Und das kann man auch immer wieder hören, wenn man mit Menschen, die von der Kriegszeit erzählen, spricht. Ja, aber wir haben damals zusammengehalten und man hat das Letzte geteilt und so. Und das ist eben das, was uns als Menschen ausmacht und was in diesem Sozialstaat-Überfluss-Ding einfach so ein bisschen unter den Tisch zu fallen drohte. Es gibt ja für alles Institutionen und es gibt für einen Anspruch auf das und das. Und da muss man ja niemandem mehr einfach nur helfen, weil man sieht, dass er Hilfe braucht. Da gibt es ja bestimmt irgendjemanden, der zuständig ist. Und wenn das jetzt aufgebrochen wird und wir wieder zu unserer mitmenschlichen Qualität finden, anstatt nur so uns so über die Autodächer kurz zuzuwinken, bevor alle wieder hinter ihren Fernsehern verschwinden, dann wäre schon ganz, ganz viel erreicht. Und
Aber also Ja. ich muss echt sagen, also ich für meinen Teil beobachte das schon. Also das ist auch das, was mir jetzt wirklich auch so Kraft und Zuversicht gibt, dass man schon mehr und mehr beobachtet, dass auf der einen Seite trennt die ganze Geschichte, weil man soziale Kontakte vermeiden soll und, weil es diese Hamsterkäufe gibt, die sehr egoistisch agieren, noch weil sie aus der Angst raus agieren. Ne? Aber ich beobachte schon auch, dass die Leute zusammenhalten. Online passiert ganz viel, aber auch offline. Wenn man, du hast vorhin mir auch kurz erzählt, ne, wenn man sich die Videos von Italien anguckt, die dann zusammen Musik machen. Oder es gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ne, wo die Leute wirklich zusammenhalten oder wo man dann wirklich auch für die Leute in Quarantäne Essen mitbringt und sowas. Also ich habe schon das Gefühl, also so nehme ich das wahr, dass da ganz, ganz viel passiert, jetzt schon. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass da noch mehr passieren wird in die Richtung. Ja. Ich bin eigentlich ganz sicher, denn ich glaube, die größere Gefahr ist, wenn wir uns zu Biorobotern umwandeln lassen, die eben nicht mehr miteinander, also im Grunde nur noch über Bildschirme miteinander interagieren. Und diese Herzenswärme, die bricht jetzt eben hervor, weil wir uns jetzt in dieser Krise, auch wenn sie nur eine künstliche Krise ist, eine absichtlich herbeigeführte, für uns ist es ja erstmal eine Krise. Da besinnt man sich wieder darauf, was wichtig ist. Das ist wie wenn man sehr krank ist oder so. Auf einmal merkt man, Mensch, es ist doch ganz andere Dinge wichtig als Erfolg und dies und das. Und mir hat mal ein alter Pastor gesagt, ja, er hat so mit so vielen Menschen im Sterbebett gesprochen und so. Und er hat es nie, nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand auf dem Sterbebett gesagt hat, ach, hätte ich doch mehr gearbeitet in meinem Leben. Ne? Aber er hat es unzählige Male erlebt, dass Leute gesagt haben, ach, hätte ich doch mehr meine Familie genossen, hätte ich doch mehr mir einfach das Leben genossen und hätte ich doch die Natur mehr wertgeschätzt und vor allem die Menschen, die ich liebe, hätte ich denen das doch mehr gezeigt und so weiter und so weiter. Und dazu haben wir jetzt eben auch die Chance. Und diese Angst, von der du sprichst, holt uns eben auch ein Stück weit aus unserer Komfortzone und unserem Schema F, so dieses, dass wir im Grunde gar nicht über unser Rückenmark hinausgehen, sondern so im Standby-Modus so durch unseren Alltag huschen. Jetzt sind wir, das ist auch so eine Hallo-Wach-Droge, ne? Also Absolut. diese Angst, ne, dass man denkt, was, ne, so, dass man so rausgerissen wird aus diesem Trott. Wenn man dann bewusst ist und sich bewusst ist, okay, das ist jetzt die Angst und ich schaue sie mir jetzt mal an, weil ich glaube, viele von Menschen heute sind auch sich das gar nicht bewusst. Ne? Also ich muss auch sagen, am Wochenende ging es mir auch schlecht, da hatte ich auch echt Ängste. Aber irgendwann kam ich zu dem Punkt und habe gesagt, hey, Moment, hallo, was machst du da? Und was will dir das jetzt sagen? Und schau dir das mal an und ne, und dann den Fokus zu finden und zu sagen, okay, und jetzt mache ich was draus. So, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht rütteln wir da noch den einen oder anderen wach, der da jetzt auch rauskommt und sagt, okay, ich schau mal, was mir die Angst jetzt auch sagen möchte. Ne? Weil es hat ja immer einen Grund irgendwo, ne? Ja, und es ist auch so, dass uns die Angst natürlich, also unsere Angst und unsere Fähigkeit, Angst zu empfinden, ist ja ein ganz wichtiger Warnhinweis. Ne? Wenn wir nicht das Gefühl haben, da kommt einer mit Glatze und Baseballschläger, ich glaube, ich biege hier mal eben links ab. Das ist ja auch Angst und es ist sehr klug, dieser Angst auch zu folgen und ihr Gehör zu geben. Und man muss aber auch wissen, dass diese natürliche Fähigkeit, Angst zu haben, von denjenigen, die hier gerne uns weiter beherrschen wollen, weil Angst eben ein super Herrschaftsinstrument ist, benutzt wird. Das sind gesunde menschliche Instinkte, dass wir in der Lage sind, Angst zu haben. Und da wird was draufgesetzt, also was Künstliches wird da draufgesetzt auf die natürliche Angst. Das ist genauso wie mit dem Konzept der Schuld. Jedes Säugetier hat eine Tendenz, wenn du jetzt eine Leitwölfin wärst, Svenja, in deinem Rudel, eine Leitlöwin, entschuldige bitte, eine Leitlöwin, ja, du hättest keine Ruhe, bevor die Welpen nicht versorgt sind. Ja, du würdest ruhelos umherstreifen und wärst in einem unbehaglichen Zustand, weil du dich verantwortlich fühlst. Und das ist ein ganz wichtiger Instinkt, den wir alle haben. Was haben jetzt die Religionen zum Beispiel und die Kirchen daraus gemacht als Herrschaftsinstrumente? Das Konzept der Schuld.
Und das heißt, es gibt ein natürliches Bedürfnis für unsere Leute, das Beste zu tun und zu sorgen. Und bis wir das getan haben und geschafft haben, dass die Welpen gut versorgt sind, kommen wir nicht zur Ruhe und fühlen uns unbehaglich, damit wir uns eben nicht hinlegen und denken, oh, also ich bin müde, ob die Welpen hungrig sind oder nicht, ist mir egal. Und das wird dann benutzt, um uns wegen irgendeinem Kram wie Erbsünde und was weiß ich, die ganze Zeit in dieser Unruhe, in dieser Schuld zu halten. Und das ist nicht mehr normal. Das muss man auch unterscheiden. Und diese gesunde, kreatürliche Angst, die du ansprichst, das ist so. Und da muss man auch hingucken, warum habe ich jetzt eigentlich Angst und wovor habe ich Angst? Und natürlich, es kann alles Mögliche passieren und sich das anzugucken. Aber wenn man dann merkt, dass diese Angst geschürt wird von den Medien, dann sollte man sich da wirklich einfach, dann kann man die Corona-Krise abschalten, einfach indem man auf den Ausknopf seines Bildschirms drückt. Ne? Und sich verbindet. Ich glaube, das ist, was du auch sagst, so Gemeinschaft und so. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich jetzt verbindet und Menschen, die einem gut tun, dass man wirklich auch wählt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Menschen bringen mich weiter oder welche Menschen tun mir gut und was nicht. Ne? Ja. Und dass man, ja, ich glaube, die Verbindung ist ganz, ganz wichtig. Und um jetzt einfach auch mal einen Schluss zu finden, weil wir sind jetzt echt schon lang dabei, aber wir könnten ewig reden, glaube ich. Deswegen biete ich jetzt auch diesen Raum in meiner Gruppe auch, ne, um uns auszutauschen, um uns sich zu verbinden, um füreinander da zu sein. Und genau, kann ich auch gleich noch sagen, morgen als nächster Programmpunkt um 10 Uhr, da liest die Juliane Jakobsen aus einem ihrer Kinderbücher vor. Das ist ein kleines Programm für die Kinder, ist auch ganz schön, bin ich auch gespannt. Also es wird hier noch einiges geben und ihr dürft auch die Gruppe wirklich auch nutzen, um euch auszutauschen, um auch über Ängste zu sprechen oder euch auch zu bestärken, was auch immer. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig und den Raum möchte ich einfach bieten. Genau, dann sage ich dir, liebe Dagmar, vielen, vielen lieben Dank, dass du wirklich so spontan Zeit hattest, dass du dir so viel Zeit genommen hattest, jetzt auch das mit uns zu teilen und da einfach ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau, ja. Und wer sich interessiert für dieses Frei-Groß-Werden-Projekt, was ich mache, kann eben freigroßwerden.de gucken und sich informieren. Da liefere ich ja auch eine kontinuierliche Supervision, Beratung, Coaching, Austausch und so. Und also es ist einfach gut, dass jetzt alle Kräfte an einem Strang ziehen. Ja, ja. Verlinke ich auch noch sehr, sehr gerne. Ist auch ein sehr schönes Projekt. Genau. Also dann, liebe Zuschauer, macht's gut. Genießt die Zeit mit euren Familien. Macht euch nicht so viel Druck. Und tschüss, liebe Dagmar. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao.